Hallo und willkommen zum dritten Teil meines kleinen Dark Souls Let's Plays. So, wir sind im Schrein eingekehrt, haben die Charaktere kennengelernt und ich würde mich jetzt gern aufgelevelt und super gehypt oder so an diesem Samurai rächen, der mich getötet hat letztes Mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine gute Idee ist. Ich vermute, diese nackten Samurais sind irgendwie der Ersatz für die dunklen Ritter, was so viel heißt wie die bewachen Plätze, wo ich als Noob jetzt noch nicht hingehen sollte. Aber ich riskiere es jetzt. Ich nehme es mit dem auf und ich versuche es mit grober, super Waffengewalt. Einfach mal harte Schläge voll auf die Fresse. Ja, das funktioniert sehr gut. Das funktioniert sehr gut. Ich glaube, ich laufe wieder weg. Ich glaube, erstmal wieder weg. Hätte hier sein können. Okay, ich habe noch einen Plan. Nimm das! Okay, das stört ihn leider nur wenig. Ach, alter Ninja-Kerl. So. Okay. Nein, in die Falle gegangen. Well played, Sir. Komm, geh mal weg jetzt. Ja, immer so ein bisschen die schwache KI von den Gegnern ausnutzen, ist leider so ein alter Trick, den ich leider kann nicht widerstehen. So weit weglocken von ihrem Spawnpunkt ist immer gut. Da sind die meistens verwirrt und wollen zurückgehen und wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Aber nicht, dass das mir leicht machen würde. Also so ist es auch wieder nicht. Nein, meine Flasche ist leer. Jetzt nicht übereifrig werden. Ich bin übereifrig geworden, verdammt. Ach komm, ein Schlag. Ein Schlag hätte gereicht. Du blöder Ninja-Kerl. Lass ich mir nicht gefallen. Ninja, sage ich immer, eher so ein Samurai. Im Grunde ein nackter Kerl mit einem Riesenkatana. Das versuchen wir nochmal. Oh, eine... Was? Warum ist hier jetzt eine Nebelwand? Warum darf ich jetzt nicht mehr durch? Hä? Und jetzt darf ich durch? Das verstehe ich nicht. Sowas kenne ich eigentlich nur, wenn andere Spieler in meine Welt kommen und mich irgendwie zum Kampf fordern oder so. Komisch, aber jetzt darf ich durchgehen, okay. Vielleicht musste erst alles wieder resettet werden. Vielleicht war das Spiel noch nicht so weit. So, die beiden hauen wir mal. Dann hole ich mir meine Seelen wieder. Sind zwar nicht viele, aber hey, immerhin. So. Okay. Nein, geh wieder in eine andere Pose. Das gefällt mir besser. Wenn er die Waffe so komisch nach hinten hält und den da macht, kann ich nämlich, wenn ich nah genug drankomme, 3 Treffer landen.
Okay, ja. Komm. Mach. Mach. Mach jetzt. Hab mich gekontert. Boah. Boah. Well played. Der hat fast schon wieder gemacht. Alter, der kontert meine Schläge. Der hat nur darauf gewartet jetzt. Wow. Crazy shit. So, Mann. Nur kurz. Wow. Das war auch knapp. Der hat mir gerade meine Ausdauerleiste geleert. Noch ein Schlag, dann hätte er mich gehabt. Ja, oh Gott sei Dank. Darauf trinke ich ein. Cooler Shit. Ich schaue mir das immer erst. Ich bin irgendwie so drauf, dass ich immer loote erst und dann schaue ich mir beim nächsten Ruhepunkt, beim nächsten Leuchtfeuer an, was es gibt und was hat er jetzt bewacht. Einen Ausgang von irgendwas. Yeah. Aber zumindest hat er mir ein cooles Katana hinterlassen und ein bisschen Ausrüstungszeug. Okay. Ach so, genau, ich bin ja eine Etage zu hoch, das war's. Verwirrt, verwirrt, verwirrt bin ich. Yay, ach so, yay. Ihr glaubt nicht, was ich gerade erlebt habe, Leute. Da war ein nackter Samurai draußen. Ashen One, produce the coiled sword at the bonfire. The mark of ash will guide thee to the land of the lords, to Lothric. Where... Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Very well. Then touch the darkness within me. Ich kümmere mich gleich um deine Mission. Ich muss nur gerade meine. Nourishment from these sovereignless souls. Ich muss nur gerade meine Personal Vendetta erledigen. So, wir hätten jetzt wieder genug für zwei Level. Ah, Dextry ist auch nicht zu unterschätzen. Das kommt immer auf die Waffe drauf an. Aber so eine gesunde Kombination aus. Ja, im Grunde brauche ich alles. Ist ja auch ganz gut, weil egal was man hochlevelt, die Defense, die Resistenzen steigen immer. Insofern hält man wenigstens immer ein bisschen mehr aus, egal was man hochlevelt. Jetzt muss ich mal schauen, meine Waffe in der rechten Hand ist die Axt. Oben wahrscheinlich. Der Wert mit 141, wenn ich Dexp jetzt erhöhe, steigt die gar nicht. So wird es gleich halt stärker. Hängt nämlich immer von der Waffe ab. Was man jetzt braucht. Mal kurz nachschauen. Aha, das kann ich zum Beispiel nicht nehmen, weil man dafür 16 Geschicklichkeit braucht, überhaupt, um die führen zu können. So wie ich das sehe, ist die aber deutlich besser als meine Axt. Ach so, ich vergleiche die mit dem abgebrochenen Schwert. Na, dann glaube ich schon, dass die deutlich besser ist. Okay, macht weniger Schaden. Macht weniger Schaden, aber dafür Blutungsschaden. Hat aber schlechtere Werte den Charakter betreffend. Hier bei der Axt sehen wir unten, seht ihr dieses blaue DD? Das bedeutet, dass die Axt meinen Stärkewert und meinen Dexterity, meinen Geschicklichkeitswert mit einem D, also relativ schlecht. A ist, glaube ich, das Beste. Ich weiß nicht, ob es S noch gibt. Doch, vielleicht gibt es S auch. Auf jeden Fall die beiden Werte relativ schlecht umsetzt in Waffenstärke. Beim Katana ist es allerdings ED. Das heißt Stärke sauschlecht. D relativ schlecht. Dexterity, Geschicklichkeit relativ schlecht. Ja, genau. Das heißt,
Wahrscheinlich bleibe ich bei der Axt. Es ist auch noch schwerer. Was hat das überhaupt für Vorteile? Es hat weniger Aushaltigkeit, weniger Durability. Nee. Brauche ich jetzt nicht. Ah ja, aber hier habe ich auch noch irgendwas gefunden, glaube ich. Ah ja, Kleidung. Die ist halt super leicht, aber hat auch super schlechte Werte. Außer für einen Magier. Für einen Magier wäre die nicht schlecht. Hier haben wir das Gleiche. Im Grunde. Und ich glaube, das war es eh schon. Ja. Na gut. Equipment ist gecheckt, dann geben wir die Seelen jetzt wirklich schnell für Level aus. Ich gehe ja gleich hin. Mach ich. So, ich weiß es jetzt nicht. Ich fahr mal so. Bisschen mehr HP und ein bisschen mehr Stärke. Oder? Oder vielleicht doch lieber Ausdauer. Ach, so ist meine Ausdauer auf 100. Das ist gut. 100 ist ein schöner Wert. Okay. Dann reisen wir jetzt mal an die High Wall of Lothric. Fühlt sich wirklich genauso an wie ein richtiges Souls-Spiel. Die Spielmechanik ist schon einfach genial, ist eine der besten. Schon damals bei Demon's Souls. Eine super gute direkte Steuerung und ein Kampfsystem, das echt Spaß macht. Schon sehr gut. Okay, wo sind wir hier? Was ist das? Ah. Sieht aus wie ein zerbrochenes Feuer oder so. Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall nicht damit interagieren. Na gut, ich fürchte fast, dass wir einfach durch die Tür hier mal müssen. Fancy. Okay. Ah, da unten ist auch gleich ein Lagerfeuer. Das ist ja irgendwie crazy. Die sind zu Bäumen verwachsen oder so, die Leichen. Strange, weird. Oder sind es einfach Bäume, die zufällig aussehen wie Leichen? Ich befürchte nicht. So. Machen wir mal das Leuchtfeuer an. Ah, da lauert schon was ins Eck. Schaut euch das an. Kleiner, gemeiner Goblin. Ach so, nee, ich habe das jetzt ganz falsch interpretiert. Also das erinnert mich schon sehr an Bloodborne hier alles. Sehr bloodborne-ig. Man könnte hier weitergehen oder in die andere Richtung. Hier in die andere Richtung. Ach so, Moment, das ist ja. Nee, doch. Ist schon der gleiche Weg. Nur hier oben sitzt einer und weint. Ah, ein Armbrustschutz, so gut, dass ich erst hierher gekommen bin. Der wäre lästig geworden, bestimmt. So, hier los, hier patrouillieren zwei Zombiehunde. Zwei Kerle beten im Baum an und da hinten patrouilliert noch einer mit einer fetten Axt. Ah, Hündchen hat mich gesehen. Oh, Hündchen kommt die Treppe hoch. Oder?
Okay. Tut mir echt leid. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen am Kränkeln. Die werden mir nicht mal als Gegner angezeigt, die beiden. Ich lasse die mal. Bestimmt fallen mir die jetzt gleich in den Rücken. So wie ich dem Hund. Das steckt aber ganz schön ein. Gut, dass ich den jetzt so gefinisht habe. Oh Gott, was für eine... Na toll. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Anscheinend sind die mit irgendwas infiziert oder so. Mit schwarzem Schleimzeug. Vielleicht ist es eine kluge Idee, die Kerle doch zu töten, solange sie noch normale Zombies sind. Oder? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne einen von den Hunden wieder anlocken, wie vorher. Ach, was soll's. Moment, was kann ich denn irgendwo? Steht irgendwas? Ah, ach so, hier ist einer gestorben. Wenn mich der eine Hund hier mal eben angreifen könnte, bevor sein Freund da hinten aufmerksam wird. Mal schauen, ob hier irgendwas ist. Sieht eher nicht so aus. Aber jetzt kommt der. Okay, soll ich jetzt noch mal nach oben gehen zu dem Schleimkerl? Oder hier nach unten. Ich weiß es nicht. Kommt mir beides doof vor. Deswegen gehe ich jetzt hoch. Okay, ich habe das Gefühl, es hat tatsächlich funktioniert. Man muss die einfach töten, solange sie noch normal sind. Ah, Longbow. Gefällt mir. Ich glaube, den kann ich benutzen. Für den braucht man, glaube ich, Geschicklichkeit. Fernkampfe sind in Spielen oft sehr nützlich. Dank der nicht sehr guten KI in den Spielen. Nicht, dass mich das stören würde. Bin sehr dankbar für die nicht so gute KI teilweise. Hidden Path Ahead, sagte einer. Ich glaube ihm kein Wort. Nope. Und hier geht es wahrscheinlich auch nicht weiter. Nee, ich schätze mal, hier kriegt man quasi den Bogen als Belohnung. Das heißt, wir können runtergehen. Mal schauen, wie es unten weitergeht. Schon allein dieser Kunden, das macht schon wirklich Spaß. Sehr empfehlenswertes Spiel. Ach, gut, hab schon wieder falschen Knopf gedrückt, aber macht ja nichts. Oh oh. Okay. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was ich aufgehoben habe.
hole. Doesn't open from this side. Na gut, cool. Dann sind wir hier auf der Seite erstmal fertig mit Erkunden. Gefällt mir. Oh, ist das ein Drache? Ich glaube, da schläft ein Drache. War der vorher schon da? Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Oh Mann. Oh Mann. So, ich travel jetzt trotzdem kurz zurück. Ah, da ist er. Zum Fire Shrine Link. Kaufen wir noch ein paar Level. Man kann nie genug Level haben. Lülülü. Oder ich gehe mal zur Händlerin und schaue nochmal ihr Sortiment ordentlich durch. Beim letzten Mal habe ich nicht wirklich geguckt, was sie hat, weil ich mir gedacht habe, kein Geld. Hey, sie hat sich bewegt. Ah, well met, Ashen One. Hallo. How may I be of service? Ja, bitte. Ich würde gern was kaufen. Repair Powder, okay. Ah, ein Schlüssel für den Tower hinterm Shrine, der von dem Samurai wahrscheinlich bewacht wurde, nehme ich jetzt mal an. Aha, aber der ist furchtbar arschteuer. Aber gut, cool. Cool, cool. Ups, wollte ich gar nicht. Ach so, aber vielleicht ist es ganz gut, in Kategorien durchzugucken. Was sind denn das für bunte Steine? Ah, kann man Wegpunkte setzen quasi. Also, okay. Und was war das hier? Boost HP until death. Ja, genau, sowas habe ich eh. Das ist der Schlüssel. Hier haben wir Magie. Sehe ich hier auch irgendwo die Anforderungen? Nö, nicht wirklich. Ah, doch, da unten. Ach, das ist nicht viel. Slightly restore HP. Oh, wäre eine Überlegung wert vielleicht. Ah, eine Fackel. Es gibt bestimmt wieder irgend so ein furchtbar dunkles Loch in dem Spiel. Ich frage mich, was die Symbole unten im Eck bedeuten. Das verstehe ich nicht. Auf den Itembildern. Hier dieses silberne Ding und da ist so ein komisches... Ha, verstehe ich nicht. Muss ich da mal schauen, was unser Schild hat. Kann ich ja hier jetzt wieder nicht nachschauen. Ah. Das hat Parry Skills und das hat einen Weapon Skill. To perform the skill of the right hand weapon. Alles klar, das finde ich ja eigentlich ziemlich cool, da ich eher weniger pariere. Wobei das super wäre, aber naja. Okay, und hier haben wir noch eine Rüstung. Dass man die. Kann ich die wirklich nicht vergleichen? Mit dem, was ich anhab. Finde ich ja auch komisch. Pfeile. Ringe gibt's nicht. Also so ein Heilwunder wäre eine Überlegung wert, finde ich. Vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung. Oder das Schild hier. Oder mal schauen, wie gut die Rüstung ist. Die hat fast 4 und 11 1. Ashen One, be sure. Ja, ja. Und hier haben wir... Ach so, falsch, falsch, falsch. Mhm.
Nee, da habe ich bessere Standardklamotten als das Kettenhemd. Und was war das andere, was wir hatten? Gut, der Zauberspruch wäre noch eine Option natürlich. Okay. Ich würde auch gerne in den Turm gucken da hinten. Ach, es ist immer. Ist immer schwierig. Ich glaube, das Schild ist nicht sehr viel schlechter von den Werten als mein. Und ich könnte dann meinen komischen Axtschrei benutzen. Ich glaube, das mit den Waffenskills ist neu. Das kenne ich zumindest nicht bis jetzt. Kannte ich nicht. Ich kaufe das Wunder mal für 500. Ich glaube, da ist dann noch ein Level drin. Ah ja? Okay. Ah, aber ich kann das Wunder wahrscheinlich nicht wirken, wenn ich nicht das richtige Werkzeug dafür habe. Jetzt schaue ich mal, ob ich es ausrüsten kann oder ob ich irgendwie noch hochleveln muss. Ach so, ich habe überhaupt keine Slots für Spells. Welcome home, I shall speak thine heart's desire. Level up. Ach, ich kann doch nicht aufleveln. Es reicht nicht nur für ein Level. Naja, aber da... Da müsste ich... den Wert hochkriegen, damit ich überhaupt einen Slot kriege. Mal schauen. Kann man ja mal drüber nachdenken. Ups. Egal. Haben wir eh schon alles gehört. So, dann setze ich mich mal hier ins Feuer und dann beenden wir die Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Hat mich gefreut. Über jeden Like, Kommentar und Subscribe würde ich mich wahnsinnig freuen. Wäre wirklich cool. Und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Also bis dann. Macht's gut.